Mahlzeit, liebe Leute. Wir sind immer noch im April im LS22 auf der Gnadental-Map und hier liegt die geschwaderte frische Beete Gras. Ich würde sagen, wir fahren nicht ab, wir düngen die Wiese, dann gehen wir eventuell schlafen. Oh Leute, ich habe schon wieder so viele Ideen im Hinterkopf. Die Beetenfelder da hinten, die sind fertig gewalzt, die Fahrzeuge stehen alle unter Dach und Fach. Und ich würde sagen, wir nehmen unseren neuen Traktor und hängen da unseren Ladewagen ran mit Schwader und legen mal los. Nicht wahr? Ja, so machen wir das. Dafür haben wir den Onkel nämlich, dass der hier nämlich arbeiten tun kann, machen Sachen. So, einmal raus. Das ist aber auch ein breiter Hund, meine Güte. Dann bauen wir hier mal um. Ich habe mir nämlich auch Gedanken gemacht, die Haferfelder wollen wir... Wollen wir lieber auf den Haferfeldern Stroh machen? Oder wollen wir auf das große Gerstefeld, was uns ja eigentlich noch gar nicht gehört? Wollen wir da auch Stroh machen? Könnten wir nämlich eigentlich. Jetzt ist nur die Frage. Okay, warte mal. Ich will mal hier so ein bisschen gucken gerade. Läuft eigentlich. Okay. Die Audiobalken, die zuppeln ein bisschen. Wahrscheinlich, weil hier wirklich viele Fahrzeuge stehen. Okay, wir legen los. So. Ah ja, wahrscheinlich wird irgendwann der Spielstand sowieso unspielbar sein. Performance-technisch, jedenfalls für die Aufnahme. Aber bis es soweit ist, werden wir erstmal so Sachen machen. Erstmal Gras abfahren. Das machen wir auf jeden Fall in die Futterherstellung. Das kommt in die Heutrocknung, dass wir da Silage draus machen können. Weil in die Mischfutterproduktion, da fehlt komplett Silage. Das geht ja gar nicht. Und ich muss ehrlich sagen, die Felder hier vorne zu kaufen und daraus Wiese zu machen, ist immer noch bei mir im Hinterkopf. Habe ich megamäßig Bock drauf, die Leute zu enteignen. Ja, mal gucken. Jetzt haben wir da echt Gras liegen lassen, gleich zum Anfang, da geht das schon mal richtig gut los. Ist noch nicht mal was im Ladewagen gelandet, aber wir haben hier schon... Ach, nee. So, jetzt aber. Dann machen wir mal voll das Ding. Ich glaube 150.000 Liter Gras oder so waren das. Kommt das hin? Kann das sein? Irgendwie so habe ich das im Hinterkopf. So, wir fahren hier schön über das Nachbarfeld. Dieses Feld, muss ich dann auch gleich wieder dazu sagen, gefällt mir eigentlich auch, wenn wir hier natürlich nicht gegen den Baum fahren. Dass wir das mit der Wiese anpassen, angleichen, mit zusammenlegen, wäre eigentlich ja nicht so verkehrt, glaube ich. So. Oder wir machen hier wirklich eine riesengroße Wiese draus. Passt auf, ich zeige euch das einfach auf der Karte, bevor ihr euch das wirklich nicht vorstellen könnt. Wo sind wir? Da sind wir. Wenn wir hier hingehen, das kaufen, das vielleicht auch noch kaufen, die Wiese hier unten verlängern... Und dann bis hier hinten durchziehen, bis hier, bis zu der Kante, wo hier die andere Scheune ist, das machen wir weg. Dann bis hier ran. Dann haben wir hier unten noch einen kleinen Grünstreifen frei. Meinetwegen können wir hier neue Häuser bauen oder so. Oder wir machen dann nochmal einen Solarpark oder sowas in der Art. Ja, wäre massive Map-Umgestaltung, aber wir hätten dann eine richtig fette, fette Wiese zum Bearbeiten. Würde doch ordentlich Gras bei rumkommen. Ich finde den Gedanken gar nicht so verkehrt, zeig euch ganz ehrlich. Weil, warum eigentlich nicht? Oder? Seid mal ehrlich, warum eigentlich nicht? Wäre eine extrem hohe Investition, theoretisch. Also ich glaube, das Stückchen Land, was war das hier? 1,5 Millionen und das große Stückchen Ackerfläche da hinten, das war auch irgendwie... 3 Millionen. Also, ich habe mir ehrlich gesagt schon überlegt,
ob wir nicht einfach 5 Millionen Kredit aufnehmen und uns da nochmal ordentlich verwirklichen hier und nochmal richtig durchziehen. Jetzt mal ohne Quatsch, warum eigentlich nicht? Was haben wir denn zu verlieren? Theoretisch verkaufen wir das Land wieder, dann kriegen wir das Geld wieder, dann zahlen wir den Kredit ab und dann sind wir raus aus der Nummer. Aber an sich wäre das echt nicht schlecht. Weil dann könnte man nämlich richtig, richtig viel Gras machen, was wir dann fermentieren und verkaufen können. Also unterm Strich würden wir da sehr, sehr viel Profit rausschlagen. Weil ich glaube, das größte Kapital, was du hier im Spiel halt immer haben kannst, ist halt Ackerland. Das ist halt so. Hast du kein Land, kannst du nicht bestellen. Kannst du nicht bestellen, kannst du nicht bewirtschaften. Und ja, aus irgendwas muss der Ertrag ziehen zum Verkaufen. Und das ist halt meistens wirklich Ackerland. Und wenn es nur eine Wiese ist, wo du das Gras fermentierst, reicht schon aus. Aber die Wiese ist halt Land, das muss er besitzen. Also, ja, das ist immer so ein Ding. Gerade zum Anfang von so einem Spielstand, in was steckt man seine Kohle? Kauft man Land, kauft man Technik, am besten immer beides. Aber ja. Schwierig, ich weiß. Kriegen wir alles hin. Vor allem, man muss ja doch alles bewirtschaften. Ne? Der Arbeitsaufwand, der wird halt enorm. Wobei, ach, der Helfer, der Schwattmeer, der regelt jetzt schon. Wenn wir da genug Auslaufflächen lassen, dann kann da gar nichts schief gehen. Und guck mal hier, Grasschwaden einfahren mit dem Ladewagen hier, das ist ja Kindergarten. Da sind wir beim nächsten Thema. Ich habe nämlich echt überlegt, ob wir das große Gerstefeld, also wir werden es kaufen. Na, definitiv. Ob wir da die Strohablage aktivieren. Weil wenn wir mit dem Ladewagen darüber fahren, können wir das alles ganz locker einsammeln. Der wird wahrscheinlich ja nicht voll werden. Da brauchen wir uns ja keine Platte machen, dass wir ganz oft hin und her fahren. Das ist totaler Quatsch. Finde ich gar nicht schlecht. Sollten wir vielleicht machen. Oder? Was sagt ihr dazu? Sag mal, wird hier das Wetter schlecht? Eigentlich nicht. Wir haben gerade bewölkt. So, wir haben 4.600 für Lohnzahlungen ausgegeben. Also da war jetzt Seemaschine, da war Walzen, da war alles bei. Ne? Hier Schwartmeer fahren, also ja, die Helfer, die kosten schon. Also die machen sich bei uns definitiv die Taschen voll. Das kannst du so oder so nicht abstreiten. Also ne, jeder Helfer, der bei uns arbeitet, der geht mit ordentlich Geld nach Hause. Ey, wow. 234.000 Liter Gras sind hier schon drin. Oder waren hier mal 350.000 Liter Gras? Ich habe irgendwie immer 150 im Hinterkopf gehabt, aber ich nehme auch 350. Also so schlimm ist er nicht. Ne? Und definitiv ist das gut. Ja. Also ich wäre echt bereit, 5 Millionen aufzunehmen. Ist eine unglaublich große Investition. Und wisst ihr, was das Allergeilste ist? Guck mal hier auf Feld 8. Auf Feld 80. Da wächst Gerste. Die können wir gleich mitdröschen, bevor wir das Land umbauen. Wir können ja auch mal gucken, wie sieht es denn hier aus mit dem Düngestatus und mit dem Ertragbonus. Ach ja. 9800. Na, ist ja... Wow. Das ist der Hammer. Wir sollten das echt machen. Und dann legen wir hier eine schöne große Wiese an. Wo wir dann auch vernünftig große Grasmengen zusammenbekommen. Weil wenn wir das dann nämlich regelmäßig in den Fermenter fahren, von dem aus wir dann immer verkaufen wollen, dann kommt da permanent die Kohle. Ich sage es euch. So, manchmal muss man halt wirklich langfristig planen und doll investieren, um am Ende, ja, ne, gut dazustehen. Sagen wir mal lieber so. Ein bisschen Gras hier. Ich meine, das ist okay.
Das ist jetzt absolut nicht wenig. Guck mal, wir haben 300.000 Liter Gras. Da kannst du echt nicht meckern. Aber mehr wäre halt besser. Warum eigentlich nicht? Also das wäre wirklich eine riesengroße Wiese. Nur da würde das Abfahren dann auch dementsprechend länger dauern. Das ist halt immer das Problem. Ich falle sehr schnell in dieses Muster, so in Gigantomanie hier zu verfallen. Also riesengroße Felder, riesengroße Maschinen, übelst große Ackerflächen bestellen und mega geil, ultra viel Geld. Aber das Land zu bestellen in Verbindung mit so einem Let's Play, mit so einer Videoreihe, ja, das ist manchmal ein bisschen schwer. Okay, jetzt hat er das krass rausgehauen, alles klar. Habt ihr gesehen, das war die ganze Zeit vorne im Schwader drin. Okay, Abfahrt, dann haben wir's. Das kommt in die Heutrocknung, da machen wir Silage draus für die Futterherstellung. Genau so war das. Wir stellen das mal schnell im Menü um, nicht dass da was schief geht. Oder hatten wir das 1:1? Ich weiß es nicht mehr. Nee, Silageproduktion ist aktiv. Okay. Weil Heu haben wir noch ausreichend. Dann haben wir 343.000 Liter Silage für Heu machen. Das ist erstmal ja nicht schlecht. Und wie gesagt, ich würde dieses Haus hier vorne umziehen lassen. Die anderen Häuser da hinten, die könnten eigentlich stehen bleiben, möchte ich behaupten. Ja, und Feld 80 wäre halt... Ach, oder machen wir erst nur Feld 80 und das andere große Feld noch nicht? Aber eigentlich würde ich gerne Beete bestellen. Dann können wir nämlich die Ernte von Feld 80 für die Hühner als Futter nehmen. Und die andere Gerste von dem großen Feld können wir direkt verkaufen. Dann haben wir da auch nochmal einen Gewinn draus, sich schlagen. So, das hier erstmal raus und dann hätten wir es. Sehr schön. Und wir lassen die Fahrzeugkombi auch gleich zusammen. Also den Schwader und den Ladewagen. Denn wenn wir wirklich in die Gersteernte gehen, legen wir das Stroh ab. Also wir aktivieren die Strohablage. Und das werden wir jetzt nicht extra noch in Ballen pressen, sondern das werden wir, glaube ich, direkt hier mit abfahren. Ist, glaube ich, die schnellere, bessere Idee, Variante, Methode. So, wir können sogar den Traktor da dran lassen. Das ist alles ja kein Problem. Siehste. Jetzt brauchen wir nochmal einen Traktor. Wir nehmen den Klaas mit Frontlader. Genau. Und dann werden wir die Wiese mal eine Runde düngen und dann hätten wir die ganze Sache soweit fertig. Dann können wir vorspulen, dann können wir uns verschulden. Ach, herrlich. Warte mal, der Trecker, der ist ganz schön dreckig. Ach, den machen wir nachher. Nach der Arbeit wird geputzt und dann ist es, glaube ich, vernünftiger. Zack. Und zack. Okay. Ach Gott, die Düngerstreuer, die sehen ja auch aus wie Kraut und Rüben. Okay, dann müssen wir da auf jeden Fall sauber machen nachher. Ah ja, also die große Wiese, glaube ich, doch, das ist eine sehr, sehr gute Idee. So tun wir das. Und Abmarsch. Wir müssen sehr viele Bäume fällen. Wir können aber auch neue Bäume pflanzen, das ist ja nicht schlimm. Wir können Renaturierung betreiben. Und Feuer frei. So, die Wiese hier ist ja ruckizucki gedüngt. Also, wie gesagt, wir brauchen, glaube ich, noch mehr wie 5 Millionen. Wobei, wenn wir vorspulen, kriegen wir auch nochmal Geld. Also, wir brauchen das Stück Land. Da brauchen wir die hier unten hoch. 83, 84, 69, 49 und 37. Wobei, wir werden das hier erstmal abernten.
Die Gerste, die kommt ins Silo für die Hühner als Futter. Und dann brauchen wir noch die hier oben. Und da werden wir die Gerste direkt verkaufen. Ja. Herrlich. Also den Plan habe ich mir gerade ausklamüsert, wo die Helfer noch beim Walzen waren, wo ich dann die Fahrzeuge alle nach Hause gefahren habe, sauber gemacht, repariert, getankt habe. Dann stand ich hier und dachte mir so, was könnte man denn machen, um das richtig schön zu machen? Und dann keimt halt so nach und nach die Idee. Und ihr wisst ja, wie es ist, wenn man eine Idee hat, irgendwann macht man so lange, bis man sie wirklich umsetzt und dann ist es schön. Da habe ich echt voll Bock drauf hier, ne? Mal ordentlich Land umzubauen und zu machen und zu kultivieren und... Doch, ich denke, das wird gut. Oh ja. Aber vor allem wird es sehr teuer. Der Ding ist, wir können unsere Kreditzinsen mit die erwirtschafteten Finanzmittel von den Solarpaneelen und vom Windrad deckeln. Also wir werden da kein Minusgeschäft machen. Hoffe ich. Und alles, was wir gewinnen, bringen, verkaufen. Wir können natürlich auch Dünger verkaufen ohne Ende. Ey Leute, ich habe ganz ehrlich gesagt schon überlegt, ob wir nicht vielleicht sogar doch ein paar Schweine holen, weil die machen Gülle und Mist ohne Ende. Aber dann müssen wir die auch wieder befüttern und... Ja. Ich würde sagen, wir warten erstmal ab, bis sich der Kuhstall gefüllt hat, bis die sich von alleine vermehrt haben, bis der Kuhstall voll ist. Wenn der Kuhstall voll ist, dann werden wir da wahrscheinlich genug Stress haben mit Futter und alles. Aber dann kommt halt auch Mist und Gülle im höheren Maß zusammen, was wiederum gut ist für die Düngerproduktion. Wenn wir den dann verkaufen, haben wir da unterm Strich auch wieder mehr Geld von. Na? So. Also die Wirtschaftszweige, die Kreise, die schließen sich hier immer wieder und immer wieder. Ist an sich ja nicht so verkehrt. Okay, die Wiese ist fertig. Wir können nach Hause sauber machen. Nochmal neu befüllen, abstellen und dann spulen wir mal vor. Ich bin gespannt. Kommen wir da lang? Haben wir da einen Weg gebaut? Negativ, dann fahren wir hier lang. Oh ja. So, ich weiß gar nicht, bei mir in der Aufnahme läuft das hier recht performant. Also hier auf meinem eigenen Monitor und auf der Aufnahme, da ist, sobald wir Richtung Hof kommen, ab und zu mal so ein kleines bisschen die Zuppel drin, aber ich denke mal, das ist soweit okay, oder? So. Wir machen erstmal voll. Warte mal, wie viel ist hier noch drin, ne? Oh, Saatgut müssen wir mal nachkaufen. Dünger haben wir noch. 31.000 haben wir Saatgut gekauft, aber wir brauchen das auf jeden Fall. Okay, vorne ist voll. Weil an sich war die Fläche von der Wiese perfekt zum Mähen, Abfahren und neu düngen innerhalb von einer halben Stunde. Das war eigentlich so eine perfekte halbe Stunde Video-Wiese von der Fläche für die Bearbeitung. Aber ja. Mehr ist halt mehr. So was macht dann alles sauber. Das ist schon mal sehr gut. Dann können wir jetzt nämlich die beiden Düngerfahrzeuge, Anbaugeräte wegstellen. Dann fahren wir nochmal ran, machen nochmal den Traktor sauber. Wir könnten den eigentlich auch immer reparieren und tanken fahren. Also wie der Dreck an den Frontlader rankommt, das ist mir wahrscheinlich für immer ein Rätsel. Ich weiß es nicht. So. Nochmal voll tanken, reparieren, wegstellen und dann mal schauen. Also von der Reparaturkosten her geht es voll klar hier, oder? Da kannst du ja auch nicht meckern, überhaupt nicht. So,
Einmal rückwärts bitte, da in die Lücke und dann aus das Ding. Okay, wir haben 250.000. Wir haben ein bisschen Gülle. Warte mal, haben wir schon wieder Mineraldünger? Ja, haben wir. Aber ich würde da nochmal warten mit dem Vorspulenden, oder? Dann haben wir nämlich noch mehr beim nächsten Mal. Haben wir alles erledigt? Habe ich was vergessen? Ne, wir haben die Wiese gedüngt. Das passt soweit. Guck mal, das wird auch alles unser Land werden. Hier wohnt das nächste Haus. Ach, das wird herrlich. Wir müssen hier aber Ackerfläche, glaube ich, mit einem Flug erstellen. War das so? Ich glaube, das war so, ne? Ist ja kein Problem, kriegen wir alles hin. Das Feld ist fertig. Da hinten wurde Gewalt. Alles okay, glaube ich. Ja, auch guck mal da, der R34. Hallo? Er ist so wunderschön. Ja. Na dann würde ich sagen, ab in der Nacht und Feuer frei. Dann können wir gleich mal gucken, wie viel Geld wir bekommen haben. Es regnet, das ist sehr schön. Für die frische Aussaat ein Segen. So, 94.000 Einnahmen, Gebäude, Solaranlage und Windrad. Ja, schon mal cool. Mit dem verkauften Milch zusammen machen wir jeden Tag 100.000. Kann man mal machen. Ja, abzüglich der Betriebskosten alles haben wir wirklich... Wir hatten vorher 250, jetzt haben wir 348. Also wirklich fast. Ne? Wir gucken mal, vielleicht ist ja der Preis für Mais jetzt schon höher, als eigentlich prognostiziert wurde. 700 und 720, nein. Wir sind im Mai. Nächsten Monat wird verkauft. Okay. Wie sieht es denn im Kuhstall aus? Ey, sind die Bäume gewachsen? Nee. Mist. Und Gülle. Gülle wird immer mehr. Wo ist unser Trecker zum Füttern? Da. Der steht hier drinne. Okay. Dann drehen wir nochmal eine Hofrunde. Hauen hier nochmal ein bisschen Futter in den Troch. Hungernde Kühe sind unglückliche Kühe und das wollen wir ja nicht. Guck mal, reicht's ja noch. Dann können wir den Hänger hier stehen. Ah, halt, nein, wir nehmen den mit. So. Dann hauen wir hier gleich wieder Futter rein. Dann fahren wir ein bisschen Gülle in die Düngerherstellung. Und dieser Anhänger, der wird unser Futteranhänger für die Pferde werden. Da kommt Hafer rein. Wir müssen dann Heu machen für die Pferde. Müssen wir mal gucken, ob wir irgendwo Heuballen unterstapeln, lagern. Aber das sollte nicht das Problem sein. Einmal Mist, bitte. So. Mineraldünger kaufen wir nicht. Dann würde ich lieber unser Lager für Mineraldünger voll machen. Und den Rest dann wieder verkaufen. Und der Vorteil ist wirklich, wenn wir mehr Kühe haben, haben wir auch mehr Output an Gülle und Mist. Wenn die Pferde jetzt auch noch Mist bringen würden, das wäre sehr schön. Aber das ist, glaube ich, leider nicht der Fall, ne? Die haben, glaube ich, mal eine Mod irgendwie, auch im 19er schon. Pferdestall mit Misthaufen. Ich glaube, das können die nicht. Also jetzt die normalen Pferde. Da kommt nichts bei rum. Zack. So, nochmal eine Runde Gülle schubsen hier und dann... Aber guck mal, hier haben wir den täglichen Output an Gülle schon fast erreicht für die Füllkapazität von dem Anhänger hier. Ich glaube, hier in 15.000 Liter drin. Und hier kommen jetzt jeden Tag schon 12.000 zusammen. Also die Gülle, die geht ab. Ja, das lohnt richtig. Jetzt weiß ich natürlich nicht, können wir einen Misthaufen zum Pferdestall stellen. Aber denk mal, da wird nichts bei rumkommen, oder?
Das gibt sehr viel Mineraldünger, Leute. Geil. Sehr schön. Dann parken wir das hier wieder alles beiseite. Dann fahren wir mit dem Futteranhänger wieder in den Stall. Dann schauen wir mal, wie viele Kühe wir haben. Dann schauen wir bei den Hühnern nochmal vorbei, wie da mit dem Futter aussieht. Weil da könnte es langsam knapp werden. Und dann jetzt ins Eingemachte. Dann gehen wir zur Bank und fragen mal, was denn da so geht. Also ich hätte wirklich gerne 5 Millionen. Das klingt viel, ist es auch, brauchen wir aber. Katsching. Aber guck mal, wenn wir wirklich mal so überlegen, wir kriegen jeden Monat wirklich 100.000. Da kann man schon was mit anfangen. So, hier ist halt noch voll. Hier ist immer noch Milch drin. Wow, wird der am... Oha, geil. Am nächsten Tag wird der noch mehr verkauft. Stroh ist da, Futter ist da. Perfekt. Die Hühner. Was ist denn los bei euch? 10.000 sind noch drin. Du, mit dem Baum, ihr seid mir sehr dankbar dafür, ne? Sieht schon echt schick aus. Ist ganz schön leer hier, die Pferderennbahn. Hier könnten wir zum Beispiel Heuballen stapeln. Das ist ja perfekt. So machen wir das. Ja, geil. Hafer in Hofsilo. Das ist ja gleich da vorne. Ist ja traumhaft. Okay, also. Wachstum. Guck mal, ist... Na, ist vorletzte Wachstumsstufe. Dann ist das wahrscheinlich erst erntereif im Juli. Ist aber nicht schlimm. Weil... Oh, warte mal, doch, zusammen mit dem Hafer. Okay, wir haben ein... Oh, hoffentlich wird das Wetter nicht schlecht. Im Juli. Juli ist Regen. Oh, nö. Oh, nee. Da will doch keiner Regen. Was mit Oktober? Oktober geht. Aber Juli Regen, das fetzt nicht. Nein, 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 nein. Egal, komm, wir gehen zur Bank. Wir schauen mal nach. Wir haben bekommen verkaufte Milch. 6.500 fast. Wird immer mehr und mehr und mehr, weil die Kühe kommen mehr in ihre produktionsreichen Jahre. Einnahmegebäude, guck mal, 94.000. Das ist schon ordentlich. Verkaufte Produkte haben wir fast 8.000. Da kann man mit arbeiten, auf jeden Fall. So, was habe ich gesagt? Wir gucken nochmal, was kostet mich denn der ganze Spaß hier? Das Land kostet 3 Millionen. Das kostet 1,5 Millionen. Sind wir bei 4,5. Das sind knapp 200. 270. 300. 350. Ja, wir nehmen 5 Millionen auf, Leute. Würde ich sagen. Das hilft ja alles nicht. So machen wir das. So, das sind 5 Millionen. Ach, Leute, komm, wir gehen Land kaufen. Wir hauen die Kohle gleich wieder auf den Kopf. Land. Ich möchte das kaufen. Dankeschön. Und ich möchte das kaufen. Dankeschön. Die hier auch, ne? So, wir haben noch eine halbe Million über. Aber lasst euch davon nicht täuschen. So. Leute, wir haben Land. Wir haben sehr, sehr viel Land. Und damit werden wir beim nächsten Mal wahrscheinlich sehr viel anstellen. Ich bin am Überlegen. Ja, wollen wir das hier jetzt schon halt wegballern oder lieber noch nicht? Weil wir könnten eigentlich vor der nächsten Geschichte hier nochmal ordentlich aufräumen. Ich weiß nämlich gerade nicht genau, wie weit wir hier rangehen. Wahrscheinlich bis hierher. Die Häuser kommen weg. Ne, da kriegen wir nochmal Geld für, ist ja klar. Den haben wir schon mal gebaut, ne? Den müssen wir dann nochmal entfernen. Aber die Hütten hier, die kommen weg. Da kriegen wir dann nochmal ein bisschen Geld für. Eventuell taucht hier vielleicht ja nochmal ein Ahornblatt auf oder so. Oder wir werden es verlieren, vernichten. Ich weiß gar nicht genau, ist hier mit Kollision nachher ein Problem, wenn wir mal eins übersehen oder so.
Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wenn wir die Hütten verkaufen, dann kommen hier neue hin. Vielleicht auch woanders. Ja, wobei hier an der Straße können die eigentlich bleiben. Ich würde dann die Feldgrenze hier nehmen für die Wiese. Das würde ich hier dann bis da vorne hier eh eine große Wiese machen. Zum Mähen. Das wird toll. Ja, aber erstmal kommt hier die Gerste weg. Ja. Naja. Das ist doch was, Freunde. Wir haben ein wunderschönes Bauprojekt. Wie und wann wir das machen, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall wird spannend. So, bis zu der Straße hier vorne, ihr hört uns alles. Oho, wir sind wirklich Großgrundbesitzer mittlerweile. Und ja, die Häuser kommen weg, weil das halt so was wie Schlafplätze sind. Das ist eigentlich ein bisschen uncool. Die Garage kann sehr stehen bleiben, von mir aus. Da habe ich jetzt keinen Schmerz mit. Aber die Hütte hier kommt weg. Da stellen wir da eine andere hin. Auch wieder in Blau. Ja, kein Problem. Wir bauen doch keine Zäune oder sowas, ne? Das ist totaler Quatsch. Ja, und dann gehen wir ran bis zu der Kante hier. Ja, das nehmen wir als Feldgrenze. Und das hier hinten, naja, hier werden wir viel auslaufen lassen. Und wir werden auch ein bisschen Land verschenken. Aber das ist nicht schlimm. Wie gesagt, vielleicht stellen wir hier nochmal ein paar Solaranlagen hin oder irgendwas. Oder weitere Häuser nur als Deko. Müssen wir mal schauen. Wir können ja die Straße weiterführen. Warte mal, ihr hört uns das Land hier? Ja. Wir können die Straße theoretisch weiterführen. Weil ich möchte ja nur bis zu der Kante hier gehen. Und dann bis da. Wir können auch Forst, wir können aufforsten, wir können hier Wald machen. Das können wir alles machen. Geil. Da machen wir uns beim nächsten Mal einen Plan. Wir haben auf jeden Fall sehr viel Geld ausgegeben, auf unseren Kreditschultern, die Laden. Aber wir haben neues Land, Freunde. Das wird schön, ich freue mich. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir das hier alles richtig umkrempeln und auf links drehen. Nur um am Ende an noch mehr Geld ranzukommen. Ne? Der Kapitalismus hat Einzug gehalten. Das ist schön. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, mach die Quatsch und rin die hauen.